Ich habe alles in meinem Verein verkauft, um Totti Messi zu kaufen. 11 Millionen Münzen, 97er Rating und heute mein Starspieler. Seine Formation durfte sich der GOAT natürlich selber aussuchen und hat sich für 4-3-3 fünfte Variante entschieden, wo er als Mittelstürmer zocken wird. Seine Mitspieler werden wir jetzt in insgesamt 5 verschiedenen und lustigen Kategorien rausfinden. Vom Glücksrad über Google Earth bis zum Food Draft ist da alles dabei. Gestartet wird jetzt aber erstmal am rechten Flügel, klassisch mit dem Glücksrad. Let's go, was hat El Glücksrado für den GOAT heute im Petto bei der ersten Auswahl? Ein MLS-Spieler. Ich guck mal am Transfermarkt, aber die Liga ist jetzt nicht dafür bekannt, Weltklasse-Spieler zu haben. Shaqiri, aber die bringen uns am rechten Flügel alle nix. Aber Carlos Vela, 85er Radioactive-Karte. Und die Stats sind in Ordnung. Moment, steigt das, Freunde. Die Stats, die sehen sogar richtig gut aus. Und für 23.000 Münzen, ein echtes Schnäppchen. Boom, der Mexikaner kommt in Messis Dream Team. Und Freunde, ich habe mir gerade den Spaß erlaubt nachzurechnen, wie viele dieser Carlos Vela-Karten ich mir kaufen könnte für einen Leo Messi. Und die Antwort, es sind 517 einfach. Aber mit dem ersten Pick bin ich zufrieden und das geht jetzt im zentralen rechten Mittelfeld hoffentlich genauso weiter. Auch hier wird nochmal das Glücksrad gedreht. Über 20 Kategorien befinden sich da drauf und es landet ausgerechnet jetzt nicht wirklich auf CR7. Ja doch. Und Totti Ronaldo, der wäre jetzt auch noch traumhaft. Kostet aber 12 Millionen Münzen. Ich habe schon alles für Messi verkauft. Da müsste ich noch, keine Ahnung, hier mein iPad, mein Handy, da müsste ich alles verkaufen hier. Aber sein 88er Trailblazer ist immerhin noch im Budget. Boom, rein da, Cristiano. Und ja, du musst es jetzt einfach mal im zentralen Mittelfeld regeln. Passen kannst du ja auch ein bisschen. Andererseits wären auch noch wirkliche Mittelfeldspieler schön, die Messi am Ende dann mit Pässen füttern können. Denn am Ende des Videos geht's für Messis Dream Team auch noch in ein alles entscheidendes Spiel. Und der Einsatz dort ist gewohnt hoch. Denn sollte ich das Spiel verlieren, gibt's für jedes Gegentor Differenz einen zufälligen Discount. Damit das nicht passiert, brauchen wir jetzt einen guten linken ZM. Und für die nächsten 2 Picks wird's richtig spannend, denn wir gehen hier rein in Google Earth. Durchatmen und wir gehen auf gut Glück rein. Was ist das erste Land, das wir hier bekommen? Wir bekommen den Habima Square in Tel Aviv, Israel. Ja, ich meine, die Blumenbeete hier sehen nett aus. Aber gibt's von dort einen Spieler? Ich sag mal so, Freunde, es gibt zwar Spieler, aber die Liste ist überschaubar. Eigentlich gibt's nur 3 Spieler, die in Frage kommen. Erstens die 79er Sharon Beck vom FC Köln. Zweitens den 73er Oskar Glub von Red Bull Salzburg aus Österreich. Oder drittens den 69er Gadi Kinder. Der spielt nämlich in der MLS. Und auch wenn der Kollege eigentlich die schlechteste Karte hat, er ist günstig und macht mit Chemie am meisten Sinn. Also hoffe ich jetzt zumindest, dass der mir was bringt. Oh mein Gott, er gibt Messi nicht mal mehr Chemie. Nein. Oh, und noch bitterer, bei Carlos Vela vorhin habe ich verpasst, den Wortwitz zu machen, dass wir nicht wählerisch sein dürfen. Wegen Wähler, ne? Wurscht. Boah, das Mittelfeld hat uns bisher hops genommen. Ich traue mich gar nicht, da weiterzugehen. Wir ballern den linken Flügelspieler. Und ziehen dafür nochmal durch in Google Earth. Auf gut Glück. Bitte, dieses Mal brauche ich mehr. Wir sind beim Pushkar-See. Indischer Bundesstaat Rajasthan. Oh nein, nein, nein. Das ist eines der heiligsten Gewässer Indiens. Oder Messi wird hier hops genommen. Oh mein Gott, ich habe echt Angst. Gibt's linke Flügelspieler aus Indien, die irgendwie was drauf haben? 54er Ratings. Oh mein Gott, das ist ja grauenhaft. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Aber ich bin auf Seite 11, Freunde. Wir haben den ersten, der zumindest rare ist. 84 Tempo. Würde ich schon nehmen. Halleluja, aber es wird noch besser. Sunil Chetri, der einzige Silberspieler, die Legende des Landes, kann auch am linken Flügel spielen. Das ist mein Mann. Aber Fun Fact zu diesem Chetri, er ist auch schon fast 40 Jahre alt und so wie Messi, genau 1,69 Meter groß. Größer als 1,69 würde ich mir jetzt beim Innenverteidiger wünschen, sonst sind wir noch mehr aufgeschmissen. Die nächsten 2 Spiele werden über diese schönen Glückstürchen entschieden. Messi hat die Nummer 10, wir gehen auf Nummer 10 und das sind LM-Initialen. Ne? Eigentlich selbsterklärend, L für Lionel und M für Messi. Ein paar Sekunden später. Ay caramba, Freunde. Und ich hätte schon den perfekten Spieler. Lothar Matthäus könnte Innenverteidiger spielen. Ist ein Icon. Kostet aber 1,39 Millionen Münzen. So viel habe ich nicht mehr. Dann heißt's wohl weitersuchen. 20 Minuten später. Oh, Freunde, ich habe endlich jemanden gefunden. Sogar einen Argentinier. Lisandro Martinez. Innenverteidiger. Gleich wie Messi. Davor hätte ich auch noch den 89er Manuel Locatelli gefunden. Das wäre halt ML. Aber wenn man den Nachnamen umdreht, also... Na komm, wird kein Schuh draus. Wurscht. Mit Lisandro Martinez bin ich völlig fein mit. Er hat in FC24 leider nur keine Special Card bekommen. Hoffentlich läuft das beim zweiten IV jetzt anders an. Hui, und welches Türchen das nächste ist? Die 19 hat die Messi auch noch. Bringt uns die jetzt Glück? Zufälliger Spieler Transfermarkt.
Und laut Zufallsgenerator bekommen wir den 8. Spieler auf der 4. Seite. Und auf der 3. Seite wäre das einfach der 87er Theo Hernandez mit 95 Tempo geworden. Aber was wird jetzt auf der nächsten Seite kommen? Der 8. Das ist Renat. 88 ist okay. Immerhin hat die Dame ein hohes Rating. Da kann man auch die 53 Tempo verzeihen. Aber ist sie auch groß? Oh mein Gott, die ist 1,87. Was ist denn das für ein Schrank? Ja, okay. Damit kann ich dann leben. Dann springen wir jetzt weiter zum ZDM. Dafür geht's rein in den Foodcraft Simulator. Da müssen wir jetzt was Gutes bekommen. Was bekommen wir zur Auswahl? Hallo, jawollek, da ist was dabei. 90er Klose Winter Wildcats oder Sambo Anguissa. Guckt euch den Rambo Zambo mal an. Außer Schuss ist da alles grün. Und die Defensivstats mit der Physis. Richtiges Brett. Und apropos Brett, ab dem 6. April gibt's diese coole Fabiano Handyhülle. Sü! Alle Infos findet ihr in der Beschreibung. Aber wenn du eine Icon-Miroklose bekommen kannst, dann sagst du nicht nein dazu. Boom, der nächste Weltmeister kommt in unsere Mannschaft und weil er eine Icon ist, gibt er natürlich allen super-duper Kimi. Ah, und der Foodschaft hat bei der ersten Position gegönnt. Ich gehe das Ganze jetzt strategisch an und baller den so wichtigen Keeper. Ich drück drauf, Hyper-Smile, bitte bring mir Glück. Komm, was haben wir da dabei? 90er Ederson, Totti, Honorable Mentions. Vamos. Denn der Kerl ist einer der besten Torhüter in FC 24. Und was mir gerade auffällt, er hat ja einen Smiley hinterm Ohr. Wieder Hyper-Smile. Das passt zusammen. Und wenn du auch diesen coolen Smiley haben willst, Link zum Hyper-Smile ist unten in der Beschreibung. Bueno, das Team nimmt Form, Mann. Aber das muss es auch, denn ich bin durch Ederson jetzt erstmal unter die 1 Million Münzenmarke gerutscht. Geringverdiener. Linksverteidiger sowie Rechtsverteidiger bleiben jetzt noch übrig. Und für die letzten beiden Kategorien geht's rein in Fußball-Tic-Tac-Toe. Und Messi hat mir gesagt, Fabi, starte bitte mit dem Rechtsverteidiger. Dafür geht's jetzt rein in ein 60 Sekunden Fußball-Tic-Tac-Toe, bei dem ich so viele Bilder wie möglich erraten muss. Wir starten mit einem 83er Rating und für jede Antwort, die ich richtig habe, gibt es einen Bonuspunkt. Und das erste Grid geht los. Wir haben Managed bei Guardiola, Dänemark, Juventus, Milan, Dortmund, Bayern. Wen haben wir? Oh mein Gott, das ist gar nicht so leicht. Dortmund, Bayern, das weiß ich, aber Kingsley Coman, das ist Korektovic. Dortmund und Juventus, Emre Can hat bei beiden gespielt. Genauso eigentlich auch wie er hier. Managed bei Klopp, Guardiola, Juventus, Turin, Di Maria hat nicht... Wurde nicht von... Oh mein Gott. Benatia. Medi Benatia hat bei beiden... Yes, come on, wir haben schon 3. Das ist gut. 86er Rating ist in der Tasche. Pierre-Emile Heuberg hat bei den Bayern gespielt. Das weiß ich auch. Dortmund und Milan. Da muss doch noch irgendwas sein. Oder Bayern und Milan. Aber da bin ich gerade auf dem Holzweg hier. Managed bei Guardiola. Dänemark. Hat der überhaupt schon in Dänen gecoacht? Dänemark und Dortmund, da gibt's doch auch sicher. Aber mir fällt keiner ein. Ich habe nur noch 5 Sekunden für dieses Grid. Komm, geht noch einer. Das wäre top. Einer wäre noch top. Bayern, Milan. Ja, ich weiß keinen, Freunde. Puh, das war intensiv. Aber 83er Rating plus 4 Punkte heißt ein 87er Rechtsverteidiger. Und wenn ich richtig frech bin, nehme ich einfach diesen Trent Alexander-Arnold. Ihr wisst alle, warum. 4-3-0. Call it, take it quickly, Origi! Oh, aber ob ich das Messi antun kann, Alexander-Arnold sagt auch so. Psst, mach's nicht, Fabi. Aber keine Sorge, tue ich auch nicht. Ich hol den Mann, der Messi zum Weltmeister gemacht hat. Er hat den entscheidenden Elfer im WM-Finale getroffen. Molina. Halt, stopp, Moment, Sekunde. Oder war das dieser Montiel? Das war doch dieser Montiel. Ich bring die beiden immer durcheinander. Ja, wurscht. Dieser Molina wurde auch Weltmeister, hat ein 87er Rating, richtig geiles Stats. Ist Messis Rechtsverteidiger. Nice, damit fehlt jetzt nur noch eine Position. Der Linksverteidiger. Bitte gönn doch mal. Ich hab's mit dem nächsten Grid. Wieder selber in der Hand. 60 Sekunden. Was haben wir? Norwegen, Liverpool, Teammate von Di Maria, von Cristiano, Robben und PSV. Fangen wir hier mal an. Ödegaard. Aber wie schreibt man den jetzt? Oh mein Gott. Martin. Wo ist er? Wo ist Ödegaard? Oh mein Gott, Junge. Willst du mich hier verkackeiern? Martin Ødegaard, hier ist er. Jawohl, das stimmt schon mal. Teammate Cristiano und Di Maria. Toni Kroos hat mit beiden zusammengespielt. Auch das ist richtig. Robben und Liverpool. Wer hat denn bei Bayern gespielt und dann bei Liverpool? Boah, das sind natürlich die kniffligen Fragen. Hier PSV, Cody Gakpo hat bei beiden gespielt. Yes, das ist schon mal richtig gut. Di Maria, der hat mit Xavi Simons bei PSG zusammengespielt. Yes, wir haben schon 4. Komm. Ich will noch einen, dann hätte man ein 88er Rating. Ronaldo, Liverpool. Wer hat denn bei Real Madrid gespielt hier? Das gibt's doch gar nicht. Thiago hat sicher mit Robben zusammen gespielt. Wo ist er? Thiago Silva. Hallo, kann ich? Junge, die Zeit ist aus, aber ich will Thiago. Hier oben ist er. Thiago Alcantara, habe ich nicht gesehen. Ja, zählt nicht.
Aber auch ohnehin habe ich trotzdem wieder 1, 2, 3, 4 Antworten richtig. Wieder ein 87er. Und ich hole den deutschen Bruder frisch aus dem Team of the Week. Robin Dosens. Und die Karte. Hallo. Nur 80 plus Dates. Hull it Gang. Überragend. Genauso wie Messi's Dream Team mit einem 87er Rating. Und die beiden Bronze-Spieler, die ignorieren wir einfach. Konzentration, Fabi. Wie gesagt, bei einer Niederlage gibt's für jedes Gegentor-Differenz einen zufälligen Discard. Und der Gegner trägt Barcelona-Trikots. Hier ist direkt durch. Junge, es ist noch nicht mal eine Minute und ich bin 1-0 hinten. Das gibt's nicht. Und der Gegner ist schon wieder durch, Junge. 2-0 nach 5 Minuten. Ich bin komplett lost. Jetzt aber zum ersten Mal Messi vorne. Komm und spielt auf Ronaldo. Der muss... Ja, der trifft nicht ohne Chemie. Oder hat einfach keinen Bock, Messi zu retten. Aber Messi, der muss das grundsätzlich da vorne sowieso alleine regeln. Komm, jetzt muss aber das erste Tor rein. Yes, Anschluss. Puh, das wird aber auch Zeit. Das wird noch ultraintensiv. Klose spielt durch auf Messi. Der ist nicht im Abseits. Zwanert, der trifft den Pfosten. Wie geht der nicht rein? Freunde, wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht nochmal kassieren. Der Gegner spielt viel zu aggressiv für mich. Ronaldo, jetzt aber mit dem guten Ball auf Messi. Komm, jetzt müssen wir das nächste machen. Yes, wieder Anschluss. Come on. Unser Gegner kommt wieder mit Almiron. Junge, kurze Ecke ist komplett frei. Ist Ederson lost? Junge, der ist schon wieder durch. Der, oh, diesmal verkackt das wenigstens. Ronaldo aber wieder mit dem guten Ball auf Messi. Der muss es selber durchziehen. Kurze Ecke, die kann ich auch, Junge. Aber der Gegner kommt schon wieder. Haaland, jetzt haben wir... Weg. Oh. Carlos Vela auf Messi. Elfmeter. Lass dir Zeit, Lionel. Oben links, komm. Oh, unhaltbar. Viererpack. Ja, und nice Backflips. Damit ist nach 50 Minuten wieder alles ausgeglichen, aber wir sind schon wieder im nächsten Angriff. Messi, versuch's doch mal von da. Ah, okay, er kommt nicht zum Schuss. Oh, das ist ein überragender Pass hier vorne auf Messi. Der ist ganz frei durch. Keeper ist raus, aber ich bälle rüber. Ja. Das, wo stand der denn jetzt? Gut, mir ist es am Ende egal. Fünferpack Messi und wir führen 5-4. Und Messi auf Cetri. Komm, macht's der Inder jetzt. Der Inder macht's nicht. Dafür mit dem Messi, mit dem perfekten Eckballassist. Es ist Miro Klose mit dem Kopf. Wer sonst? Und Ronaldo steckt schon wieder durch für Messi. Den Lupfer, ja, den wollte ich. Da muss ich eigentlich einfach nur schießen. Aber wir bekommen halt schon wieder die nächste Chance. Messi, den Lupfer drüber. Oh, ich wollte ihn drüber chippen. Andererseits sollte ich es nicht zu locker nehmen. Es ist noch nicht vorbei. Ederson mit der Parade aber. Oh, aber Ederson wieder mit dem Safe. Hoppala, aber es wird nochmal knackig. Der Gegner mit dem 5-6 Anschluss. Und Messi kann jetzt alles klar machen. Boah, schade. Aber am Ende ist es wurscht. Wir gewinnen das Spiel knapp mit 6-5. Messi ist mit 5 Toren und einer 10,0 natürlich Man of the Match. Und die Karte ist die beste in FC 24. Aber ich erinnere mich, dass die Karte in dem Video auch richtig cool war. Wenn du wissen willst, wie cool, klick am besten direkt dieses Video.